Liebe Frau Zanger, erstmal Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung hierher und für die Möglichkeit, hier auf der Bühne ein bisschen was von meinem Herzensthema Ihnen mitzuteilen. Es wird was anderes sein als die Vorträge von Kolja oder auch von Niklas. Es wird was komplett anderes sein als die wissenschaftlichen Ergebnisse, die Sie jetzt gehört haben. Ich bin kürzlich gefragt worden in einem Interview, was hat denn das Thema Nachhaltigkeit in deinem Leben für einen Stellenwert? Es ist mein Hauptthema und mein Herzensthema geworden. Ja, SDGs und Events, nachhaltiges Eventmanagement mit Hilfe der SDGs als Referenzrahmen. Sie kennen mich wahrscheinlich hier in diesem Rahmen gar nicht, daher darf ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich arbeite als Beraterin, Trainerin, Autorin und Dozentin rund um die Themen Nachhaltigkeit und CSR. Und meine Leidenschaft sind tatsächlich die SDGs. Wer die noch nicht kennt, er wird sie hier kennenlernen und hoffe auch niemals mehr wieder vergessen. Mein Motto, nach dem ich arbeite, jeder Beitrag zählt, wir müssen uns alle nur auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft machen. Und dieses Motto betone ich immer ganz gerne, weil als ich an den Start gegangen bin, habe ich gesagt, jeder Beitrag zählt, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das ist totaler Schwachsinn. Und dafür habe ich Ihnen einen kleinen Cartoon mitgebracht. Sie sehen hier in diesem Cartoon zwei Planeten. Im vorderen einen unbekannten Planeten und im hinteren unsere wunderschöne Erde. Der unbekannte Planet sagt zu der Erde, du siehst gar nicht gut aus, bist du krank? Ja, sagt die Erde, ich habe Homo sapiens, auf mir leben Menschen. Und dann sagt der unbekannte Planet, das ist gar nicht so schlimm, das geht von alleine wieder weg. Und auch wenn wir Menschen immer denken, dass wir der Nabel der Welt sind und sich alles nur um uns drehen muss und alles, was wir machen, unser ganzer Konsum und alles, wie wir leben, genau richtig ist, ich bin fest davon überzeugt, der unbekannte Planet und die Wissenschaftler haben recht. Wenn wir nicht mehr da sind, wird die Erde sich freuen und sich von uns erholen. Wie hat alles angefangen? Warum stehe ich eigentlich hier? Vor 10 Jahren befand ich mich nach einem Merch in einem Unternehmen. Ich bin ursprünglich Applikationschemikerin, habe fast 30 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, was nicht mehr meinen Werten entsprochen hat. Ich war total unglücklich und habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist das denn so? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man Unternehmen bei der Transformation zur Nachhaltigkeit unterstützen? Ich habe dieses Unternehmen verlassen, weil ich dort keinen einzigen Tag mehr arbeiten konnte und habe dann tatsächlich noch mal ein Studium gemacht. Tourismus, Hotel, Eventmanagement, weil das zum einen alles Branchen waren, die mir immer schon sehr am Herzen gelegen haben und zum anderen Branchen, die ohne die Nachhaltigkeit nicht zukunftsfähig sein können. Gleich im ersten Semester in den Eventmanagement-Vorlesungen war mir klar, jetzt habe ich die Lösung gefunden, weil wenn Unternehmen sich auf den Weg machen wollen, das weiß ich auf vielen Veränderungsprozessen, die es gibt, müssen sie ihre Mitarbeitenden mitnehmen. Und Events mit ihren vielen wunderbaren Eventleistungen, ihre Sensibilisierungsleistung, ihrer Motivation, die dort entspringen können, das kann ein guter Hinweis oder eine gute Idee sein. Also alle Events für Mitarbeitende nutzen, um die zu sensibilisieren für das Thema. Das kann der Gang zur Kantine sein, ein kleines Meeting, was Sie veranstalten. Das kann eine Jubiläumsveranstaltung für 25.000 Menschen oder eine Weihnachtsfeier sein. Eins eint alle diese Events, die ich in einem modularen Eventkonzept zusammengestellt habe. Sie müssen nachhaltig gestaltet sein, weil Nachhaltigkeit muss man spüren, sehen, fühlen können, mit allen Sinnen wahrnehmen. Ich begann meine Reise, es war schon im ersten Semester die Idee, begann die Reise, wie kriege ich das irgendwie hin? Während dieser Reise war ich auf einer Reise in New York und bin dort im Bookstore der Vereinten Nationen im Headquarter, unten im Keller, auf diesen kleinen Flyer gestoßen. Er hat mich animiert, weil er war so schön bunt, es waren so schöne bunte Kacheln. Und das ist der Flyer, der dazu geführt hat, zu dieser Sache, die ich heute hier präsentiere. Er enthielt diese 17 bunten Kacheln, die 17 Sustainable Development Goals, Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Fortan habe ich mich damit beschäftigt, mit diesem Thema, mich an mir angeschaut, was steckt denn dahinter, was ist das alles? Und jetzt lade ich Sie auf eine kleine Reise in diese Nachhaltigkeit ein, die ich auch schon einmal publiziert habe in unserem Buch CSR in Hessen als Events, als unterstützende Maßnahme zur Mitarbeitereinbindung ins Nachhaltigkeitsmanagement.
Wenn ich Seminare gebe oder Vorlesungen, ich bekomme Gastaufträge von Hochschulen, frage ich immer ganz am Anfang, was ist denn persönlich für Sie Nachhaltigkeit? Weil es ist ein sehr abstrakter Begriff, der häufig gar nicht so richtig erklärbar ist, für den es gar nicht so eine richtige Definition gibt, weil es gibt so viele Möglichkeiten und für jeden gibt es verschiedene Definitionen. In den allermeisten Fällen kommen Umweltthemen und das ist auch gut so. Nicht mehr so viel reisen oder die Windräder oder anders ernähren. Aber Nachhaltigkeit ist viel, viel mehr. Und viele von Ihnen im Raum wissen das, Herr Drängner oder andere, die hier auch darüber berichtet haben. Viele vielleicht oder einige an den Bildschirmen sind sich vielleicht nicht so ganz sicher. Nachhaltigkeit hat mindestens drei Dimensionen. Hier extra in Pink dargestellt, die ökologischen Umweltziele. Pink habe ich gewählt, das soll provokant sein, weil heute ist alles, wo grün drauf ist, auch grün drin. Gesellschaft, hier in grün dargestellt, gesellschaftlich-soziale Ziele, aber auch die ökonomischen Ziele, die wirtschaftlichen Ziele. Und irgendetwas ist dann 100% nachhaltig, wenn es genau in der Schnittmenge der drei Dimensionen ist. Und da sehen wir auch schon das Dilemma und die Schwierigkeit, alle diese Dimensionen gleich zu betrachten, kein anderes zu schaden. Wir haben aber auch die Achsen, wir haben die Generation von heute und die Generation von morgen. Wir, die Generation von heute, sollen so leben, dass auch unsere nachfolgenden Generationen ihre Bedürfnisse auf gleiche Weise befriedigen können. Heißt, ich möchte heute mich so verhalten, dass meine erwachsenen Töchter mir vielleicht Enkel schenken und dass es denen auch gut geht. Und wir haben die Nord-Süd-Achse. Die stehen für den globalen Norden. Das sind wir hier in den reichen Industrieländern. Und wir haben den globalen Süden. Das ist das, was man früher als Entwicklungs- und Schwellenländern bezeichnet hat. Die schlechte Nachricht für uns hier, wir mit unserem Konsumverhalten, mit der Art, wie wir hier leben, sind für ganz viele Probleme verantwortlich, die den globalen Süden treffen. Ja, meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit, ein neuer Trend, ein Megatrend. Vielleicht wird der eine und andere sagen, wir haben schon viele Trends kommen und gehen sehen, aber erstmal ist es kein neuer Trend und ich bin fest davon überzeugt, auch keiner, der jemals wieder weggeht. Ich habe Ihnen einen kleinen, ganz kurzen Zeitstrahl der Nachhaltigkeit mitgebracht. Keine Angst, keine Daten, Fakten, Zahlen, keine Aufbröselung in alles Mögliche. Ich möchte Sie aber auch darauf hinweisen, auf die erste Zahl ganz links, 1713. Der Herr von Kallowitz hat damals in dem Waldbewirtschaftungsprinzip schon darauf hingewiesen, dass nicht mehr Holz geschlagen werden darf, als jeweils nachwachsen kann. Wir wissen also seit über 300 Jahren, dass wir mit unseren Ressourcen gut umgehen müssen. Aber irgendwie hat es ja immer noch gepasst. Und vielen von Ihnen ist auch der Club of Rome bekannt. 1972 wurde Deutschland ein Buch herausgegeben, Limit of Growth. Da wird beschrieben, wenn es weiter so in diesem Wachstum geht, des Bevölkerungswachstums und damit einhergehend Konsumwachstum, Verbrauch an fossilen Energieträgern, Müllmassen und sonstigen, dass dieser Planet zum Ende des Jahrhunderts an seine Grenzen kommen wird. Dem folgten verschiedene Konferenzen, die Brundtland-Kommission, das Kyoto-Protokoll. Ich möchte aber Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf das Jahr 2015 legen. Und hier gab es zwei verschiedene Ereignisse. Wir hatten einmal die Klimakonferenz von Paris, da komme ich gleich noch dazu. Ich möchte aber starten mit der Agenda 2030, weil das ist die Dachagenda der sogenannten Sustainable Development Goals. Ich habe gerade irritiert geguckt, die Vorlesung hat es ein bisschen zerschossen, das kommt immer mal vor, wenn man von einem System auf das andere wechselt, aber ich denke, Sie können alles gut sehen. Hier sehen Sie die 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Es wird vielleicht nicht so einfach sein, die jetzt von hinten lesen zu können, aber sie stehen alle in den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Sie stehen unter den 5 Kernbotschaften. Es soll den Menschen gut gehen, dem Planeten gut gehen, Prosperity, also Wohlstand für alle, was auch immer Wohlstand für den einen oder anderen bedeutet, Frieden für alle und Partnerschaften zur Erreichung dieser Ziele. Diese Agenda 2030 stammt aus dem Jahr 2015. Am 01.01.2016 ist diese Agenda gestartet. Die Ziele sollen erreicht werden bis zum 31.12.2030. Wir haben also gerade Halbzeit und in meinen Seminaren und Vorlesungen erlebe ich immer, dass ganz viele Leute sagen, SDG what? Dass sie die SDGs gar nicht kennen. Wenn es Ihnen jetzt genauso geht, Sie sind leider in guter Gesellschaft von ca. 80% der Menschen und es ist total schade, weil wie wollen wir denn Ziele erreichen, die wir gar nicht kennen?
Und diese Ziele sind sehr ambitioniert, ohne Frage. Und sie zu erreichen, wird ein großer Kraftakt. Aber von dieser Zielerreichung ganz abgesehen, habe ich sie als wunderbaren Referenzrahmen entdeckt, Menschen dafür zu sensibilisieren und motivieren, den Weg in eine nachhaltige Zukunft mit mir zu gehen. Und ich kann Ihnen versprechen, das funktioniert im nachhaltigen Eventmanagement, im nachhaltigen Hotelmanagement, auch in der nachhaltigen Immobilienwirtschaft, man wird es kaum glauben, und in vielen anderen Bereichen. Man muss sie nur einmal verstanden haben. Wenn Sie jetzt immer noch denken, was möchte sie jetzt eigentlich uns sagen, was hat das mit uns zu tun? Wir brauchen 5 Dinge zum Leben. Und da bediene ich mich gerade eines Vortrags von Eckhard von Hirschhausen, den ich vor 6 Wochen persönlich kennenlernen durfte und der einen extrem tollen Eindruck oder nachhaltigen Wirkung auf mich hatte. Und aber auch habe ich diese Dinge vorher schon in meinen Vorlesungen gebracht, aber ich nehme seine Worte. Was brauchen wir zum Leben? Saubere Luft zum Atmen. Und wir, mit dem, wie wir leben, gehen nicht so gut mit unserer Luft um. Wir brauchen sauberes Wasser zum Trinken. Ja, die Welt ist voller Wasser, aber nur 3% dieses Wassers ist Süßwasser und noch viel weniger Wasser ist tatsächlich gesundes, sauberes Wasser. Und was machen wir mit dem Wasser? Wir vermüllen es, wir kippen Chemikalien rein, wir machen ganz viele Dinge, dass das Wasser gar nicht sauber ist. Gesunde, pflanzliche Nahrung. Und das Pflanzliche möchte ich hier nochmal betonen, weil es einen ganz großen Impact hat. Fleischverzicht, ja, es ist Verzicht. Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch diese Worte von Herrn Hirschhausen geklaut, finde ich aber sehr eindrücklich. Und wenn wir uns das anschauen, saubere Luft zum Atmen, wir können nur so vielleicht 2, 3, 4 Minuten ohne Luft zum Atmen auskommen. Wasser zum Trinken, vielleicht schafft man es 2, 3 Tage nichts zu trinken. Gesunde Nahrung, vielleicht schaffen wir das tatsächlich, dass wir 2, 3 Wochen ohne Nahrung auskommen müssen. Aber in einer Hand fruchtbarer Boden, den wir für gesunde Nahrung brauchen, sind mehr Mikroorganismen, als Menschen auf dieser Erde leben. Und die sind dafür verantwortlich, dass dieser Boden fruchtbar ist, wenn man die Mikroorganismen es tun lässt. Kein Labor dieser Welt kann diesen fruchtbaren Boden künstlich herstellen. Die Natur selber braucht 2 bis 2.500 Jahre dafür. Wir flächenversiegeln alle möglichen Böden, wir geben Pestizide raus, überdüngen alles und viele Dinge mehr. Und wir gehen nicht gut mit unserer Biodiversität um. Auch ein Riesenthema würde den Vortrag hier bei Weitem sprengen. Was brauchen wir noch dazu? Erträgliche Temperaturen. Jedes Fieberthermometer geht bis 41 Grad. Auch das hat seine Gründe. Und, werden Sie mir alle recht geben, ein friedliches Miteinander. Und wenn wir jetzt wieder die ersten 4 Dinge schauen, das sind alles Umweltaspekte. Und Sie haben vorher die SDGs 1 bis 17 gesehen. Das Stockholm Resilience Center hat eine sogenannte Wedding Cake herausgegeben. Die Wedding Cake der SDGs aus dem Jahr 2016. Wer schon mal eine Hochzeitstorte gebacken hat, und es reicht, wenn Sie schon mal eine gesehen haben, weiß, der unterste Boden, der muss extrem stabil sein. Ansonsten wird Ihnen das Hochzeitspaar, was Sie oben draufstellen, einfach abschmieren. Das ist diese Wedding Cake. Und hier in dem untersten Boden, in dieser tragbaren Schicht, da finden wir Dinge wie Leben an Land, die Biodiversität zum Beispiel, oder das Leben unter Wasser, auch einhergehend mit Biodiversität, mit Überfischung, mit Plastikverschmutzung. Wir finden sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen und wir finden hier die Maßnahmen zum Klimaschutz, ein Riesenthema. Und nur wenn wir das alles wirklich sauber in Ordnung halten, wenn wir darauf achten, dass wir da einen positiven Impact haben, dann können wir die sozialgesellschaftlichen Ziele darauf aufbauen. Gesundheit und Wohlergehen, kein Hunger, keine Armut. Und erst dann kommen die wirtschaftlichen Ziele. Weil ohne diese ganzen Unterteile schaffen wir auch keinen wirtschaftlichen Erfolg und sind somit nicht zukunftsfähig. Und das Ganze wird erreicht durch SDG Nummer 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und wenn ich Sie jetzt hier im Raum heute alle frage und auch an den Bildschirmen, was möchten Sie denn sein? Teil des Problems oder Teil der Lösung? Ich bin ganz fest davon überzeugt, hier sitzen nur Gutmenschen oder vielleicht ganz wenige, die sagen, oh, ich bin am liebsten Teil des Problems. Und deswegen glaube ich, dass die Wissensvermittlung so wichtig ist, weil wir treffen jeden Tag bewusst und unbewusst unfassbar viele Entscheidungen. Das fing heute Morgen bei mir an, als mein Wecker ging. Stehe ich auf oder bleibe ich liegen? Das wird dem einen oder anderen auch so gegangen sein. Und dann gehen diese Entscheidungen weiter. Was esse ich, was trinke ich, wie bewege ich mich, wie ziehe ich mich an, was kaufe ich?
Häufig treffen wir diese Entscheidung, ohne die Auswirkung unseres eigenen Handelns aber zu kennen. Das heißt, ich unterstelle gar niemanden, dass er mit Absicht Teil des Problems ist, aber er weiß es vielleicht nicht besser. Und daher ist für mich das SDG Nummer 4, die hochwertige Bildung, das absolut zentrale SDG, um das sich alles dreht. Andrea Illy, der Gründer und Besitzer der eigenen Kaffeemarke, sagte vor vielen Jahren schon, Education bietet die Heart of Sustainability. Wenn wir es schaffen, alle gemeinsam, dass jeder verstanden hat, was hinter jedem diesen Ziel steht und vielleicht kleine Sofortmaßnahmen an der Hand hat, wie er auf dieses Ziel positiv einzahlen kann, dann können wir es in dieser Decade of Action noch schaffen. Erste Sofortmaßnahmen, die stammen nicht von mir, das haben sich andere schlaue Leute überlegt, zu jedem SDG mal 3 Sofortmaßnahmen zu nennen. Bei dem SDG Nummer 4 wären es die 3. Level Nummer 1, bleib neugierig und bilde dich weiter. Alle, die hier im Raum sind und an den Bildschirmen, den kann ich ja schon fast gratulieren heute Morgen. Sie sind ja alle hier, weil sie neue Dinge erfahren wollen. Von Kolja Dams, von allen Professoren, die hier ihre Forschungsergebnisse präsentieren und von allen anderen. Level Nummer 2, schaff gemeinsam und kreativ Wissen. Auch das tun sie ja alle. Und wenn es die Kaffeepause, die Mittagspause, die Unterhaltung ist, wenn es an ihren Hochschulen ist, wenn es die Studierenden sind, die gemeinsame Hausarbeiten schreiben und damit ein neues Wissen kreativ erschaffen. Und das Level Nummer 3, teile dein Wissen. Auch eine meiner großen Leidenschaften, weil es ist in meinem Kopf und ich möchte gerne, dass sie alle davon teilhaben und vielleicht mit mir diesen Weg gehen. Und auch das tun Sie hier alle, Sie als Professoren, auch als Studierende, auch das ist Ihr Ding. Ich komme nochmal zurück auf 2015, hatte ich Ihnen vorhin versprochen. Auf die Klimakonferenz von Paris, weil das ist mein Beispiel dafür, wie wir diese SDGs nutzen können. 2015 war eine der wichtigsten Entscheidungen oder der Dinge, die mit denen man aus dieser Konferenz gegangen ist, Begrenzung der menschlich verursachten Erderwärmung auf 2 Grad oder 1,5 Grad. Steht so im Raum, liest man in den Zeitungen, es wird immer mal diskutiert, wir sind jetzt bei 1,2 Grad, 1,3. Aber die meisten wissen gar nicht, dass nicht damit das Wetter gemeint ist. Es geht nicht darum, heute 27.10. Berlin, bewölkt, keine Ahnung, ich habe nicht geschaut, 13 Grad. Es geht um das Klima und das sind Daten, die über 30 Jahre statistisch aufgenommen werden mit Abweichung und mit diesen Klimaänderungen, mit diesen Erhöhungen des der Klimawerte einhergehend, da gehen extreme andere Veränderungen. Das bedeutet nicht, dass Sie einfach ein bisschen früher im Sommer den Bikini rauspacken können oder es nur mal ein bisschen weniger schneit. Ich bin der Taz sehr dankbar. Sie hat im letzten Bundestagswahlkampf sehr viele wunderbare Abbildungen herausgegeben. Wenn wir uns das hier anschauen, ich glaube, das kann man nicht so sehen von hinten. Wir schauen einfach mal, wir wären jetzt bei einem Grad Erderwärmung, menschlich verursacht. Da steht jetzt hier instabile Essensversorgung. Da wird der eine oder andere lachen und sagen, was will sie denn jetzt schon wieder? Der Edeka, der Aldi ist doch alles da, wir können alles kaufen. Ja, wir können alles kaufen, aber das tun wir auf Kosten vieler anderer, zum Beispiel im globalen Süden. Weil dort nämlich Menschen Produkte anbauen, die wir hier einfliegen lassen und damit andere oder landwirtschaftliche Flächen verloren gehen, weil dort auf einmal Palmölplantagen oder anderes stehen. Dann steht bei 1,5 Grad Hitzewelle, Fluten und Dürren. Auch das wird jeder schon gesehen haben, wird schwierig. Gerade von der Frau Zanger ein Zeichen bekommen, ich muss mich beeilen, ich mache das gerne. Ich möchte Ihnen aber zeigen, wenn wir jetzt zu Maßnahmen im Klimaschutz, die ersten Sofortmaßnahmen uns angucken, da geht es darum, reduziere deinen eigenen Fußabdruck. Jeder von uns hat einen eigenen Fußabdruck. Ja. Machen Sie einmal im Internet den Fußabdruckrechner, es sind 35 Fragen, die Sie durch diese Liste führen. Sie kommen so auf 8 bis 12 Tonnen wahrscheinlich, die Sie verbrauchen. Und Sie werden feststellen, es gibt Dinge, wo Sie das mit reduzieren könnten. Das Auto mal öfter stehen lassen, sich vegetarisch, vegan ernähren, nicht so viel neu kaufen, weil alles, auch alle Produkte, die Sie kaufen, haben einen eigenen Product Carbon Footprint. Jedes Unternehmen hat einen Corporate Carbon Footprint. Jedes Event hat einen Event Carbon Footprint. Davon haben Sie schon viel gehört. Ja, und wenn man jetzt diese Sofortmaßnahmen im Privaten verstanden hat, übertragen Sie es auf Ihre Events. Reduziere den Event-Fußabdruck.
Wir hatten es eben, nachhaltige Mobilität. Normalerweise 70% der CO2-Emissionen bei Events sind Mobilität. Wir bekommen das Catering, auch hier vegetarisch, vegan. Zum Beispiel auch Mietmöbel, werfen Sie nicht so viel weg, analog zum Privaten. Nicht mehr so viel ausdrucken, die Abfallvermeidung und vieles mehr. Und damit das jedem zugänglich ist, bin ich ganz dankbar, dass Stefan Lohmann mit mir gemeinsam mit Hilfe von Kerstin Wünsch, der Chefredakteurin der Tagungswirtschaft, eine Serie aufgelegt hat. Dort lade ich Sie ein, können Sie alles nachlesen, welches SDG steht für was, was heißt es für die Veranstaltungsbranche, welche Best-Practice-Beispiele gibt es und welche Sofortmaßnahmen zahlen darauf ein. Und wir sind inzwischen, wir haben runtergezählt von 17, nächste Woche kommt SDG Nummer 2, das heißt, Sie haben einen kompletten Blumenstrauß, wie Sie mit mir gemeinsam helfen können, die Eventindustrie nachhaltiger zu machen. Und als Botschafterin der SDGs habe ich mit vielen anderen Akteuren diese Bierdeckel aufgelegt. Es sind 17 verschiedene, jedes zu einem Ziel. Auf jedem ist Einspruch in hessischer Mundart. Und alle, die Lust haben, mit mir zu lachen, sich zu freuen und die SDGs zu verteilen, ich habe einen kleinen Rucksack voll dabei, dürfen sich gerne bei mir melden. Und ich bedanke mich ganz herzlich für meinen außergewöhnlichen Vortrag, dass ich den hier vor Ihnen halten durfte.